Hallo, das ist Dusselchen hier. Willkommen zurück zu Let's Play Amnesia. Da, wir dies sind. Und es geht auch gleich weiter. Ich glaube, wir haben irgendwas in der Leichenhalle nicht richtig gemacht. Ich habe so ein Gefühl, dass wir da nicht hingekommen sind, irgendwas aufzuheben. Also schon, aber dass wir irgendwas auch noch benutzen sollten. Und ich habe Angst davor, irgendwas benutzen zu müssen, weil das so total eklig ist. Jesus, kann doch kein Monster rum, Mama. Ah, es ist schon so eklig genug. Ich meine, hallo, da liegt eine ein Tag alte Leiche und wir müssen an ihr rumtupseln. Ich habe eine Gänsehaut, das ist voll ekelhaft. Ich meine, das ist sowas von abnormal ekelhaft. Wie lang war es, ne? Ja. Nur just for fun. Die etwas viel. Was ist denn jetzt kaputt? Ich habe mir Blut initiiert. Was? Wofür? Ich meine, ja gut. Moment. Moment. Ich kann die Kanalisation durchqueren. Okay, ich weiß, dass hier ein Monster rumrennt, also renne ich jetzt auf dem schnellsten Weg hier wieder raus. Ey, das ist nicht nett, lass mich in Ruhe. Gott, hab ich mich erschrocken. Ihr wisst nicht, wie arg ich mich erschrocken habe, Leute. Das ist nicht normal. Was war der Schock meines Lebens? Oh mein Gott. Das Spiel raubt mir echt alle Nerven. Das ist nicht schön. Das ist überhaupt nicht schön. Okay, ich muss die Brücke hier runterlassen. Ich muss verdammt mal die Brücke runterlassen. Ich weiß nur nicht wie. Also nicht die da. Die da drinnen. Und meine verdammte Stoppuhr kann nicht mal sichtbar bleiben. Also es ist mein Handy, aber ich meine, dass ich dauernd sehe, wie viel Zeit ich noch habe. Oh Gott! Ich bin mich gerade eben zu Tode erschrocken. Das ist nicht wahr. Ich habe Angst. Ich will nicht, das Spiel ist bestimmt noch saulang. Und, oh, nee. Nee. Ich bin nicht für Horrorspiele gemacht. So viel soll gesagt sein. Oh Gott. Okay. Daniel, wir wissen, dass du nicht viel verträgst. Ich würde sagen, wir machen die Dinger wieder aus. Aus heißt nicht, dass wir runterfallen. Und nichts mehr sehen. Ja. Hallo? Ja. Ich bin dumm. Oh, würdest du bitte dabei nicht immer runterfallen? Das nervt ziemlich.
Ich meine, hey, ich weiß, dass das weh tut, okay? Ich sehe nichts. Dreck. Geh hoch, ne? Ja. Okay. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich weh tut, aber... Ich meine, hey, da musst du durch. Da. Ich sehe nichts. Bitte. Ja. Gut. Das hat mich irgendwie ziemlich genervt. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zur Brücke. Die Kurbel für eine Maschine. Wofür brauchen wir denn Kurbel denn? Oh, ich sehe nichts. Das ist nicht schön. Echt nicht. Okay, da hinten fließt das Wasser rein. Okay, okay. Hä? Aber... Ach ja, nein. Hier geht's auch auf den Aufgang, stimmt ja. Wie zur Hölle kriege ich diese verdammte Brücke da runter? Ich mag die Schnieste. Der redet gern mit mir, oder? Ich meine, der redet jetzt oft mit mir mittlerweile. Also ziemlich oft. Muss mal so ausdrücken. Stein. Wieder ein bisschen besser. Ja, dann ist gut. Geht's wieder besser? Ja, ich schmeiße Steine ins Wasser. Oh, Daniel. Stein. Ich mag die Steintaktik. Stein, 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 Stein. Okay, nein. Bringt nichts, ne? Lol. Was kann ich denn da machen? Soll ich den Glasbild da drauf werfen? Was? So. Haben wir auch noch genug. Ich weiß echt nicht, wie ich das verdammt nochmal. Ja. Sag's mir vorher. Sehe, wie ist es wieder was? Das ist doch schon mal ein Vorteil. Gut, okay. Das muss auf jeden Fall komische Geräusche. Ja, da geht es doch nicht gut, wenn das System hört. Ja, fall runter, sei doof. Du bist hier drin. Oh. Blöd, um irgendwo hochzuspringen. So, was bringt mir das hier jetzt? Ich meine, hey, hier sind Kisten und ich kann auf die Kisten drauf und... Wow, Kisten. Nee, jetzt ernsthaft. Hopp. Oh, Daniel, komm schon, sei keine Pussy. Du stellst dich gar nicht an wie so eine Halbe. Und ich meine, hey, ich bin eine Pussy. Alle anderen Mädchen sind Pussys, aber du bist ein Mann. Also wenn du mich vielleicht auch gerne. Drin, das weiß ich. Ich meine, Daniel, siehst du mal so.
die erste Notiz an dich selber war ziemlich umleiten. Dann hab ich das doch schon gedreht. Die erste selbe Info an dich war, dass du Alexander umbringen möchtest. Und wofür weißt du nicht? War das so, oder? Moment, muss kurz nachgucken. Interessiert mich jetzt. Nein. Nein. Er ist Notiz an sich selbst. Ich wünsche, ich könnte wie viel ich weiß nicht. Bla bla bla. Alexander. Ja, doch. Ich muss den lieben Alexander umbringen. Ich weiß aber nicht warum. Ich weiß zum Verrecken nochmal nicht, wie diese dumme Brücke runtergeht. Und ich weiß zum Verrecken nochmal nicht, wie was ich dagegen tun soll. Bereits weiß ich, wer diese Folge jetzt beenden. Jetzt ist das nächste Mal. Ciao.